Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Der Direktor hat einfach keinen Sinn für Humor. Der war wahrscheinlich nie in unserem Alter. Ich wette, der ist alt auf die Welt gekommen. Stell dir vor, der Direktor bei seiner Geburt sagt zur Hebamme: Hebamme, in mein Büro, sofort. Ja, und immer wenn seine Eltern irgendwas gemacht haben, was ihnen nicht gepasst hat, hat der Oma und Opa zum Elternabend bestellt. Den Direktor brauche ich ungefähr so dringend wie Durchfall. Ja, und ich so dringend wie eine Mittelohrentzündung. Also könnte man sagen, der Direktor hat was von einer echt lästigen Krankheit. Nein, Nico, der Direktor ist eine echt lästige Krankheit. Alles klar? Worum geht's gerade? Um den Direktor. Wie toll er ist, ja. Gut für euch. Ich habe ihn nämlich überredet, eine Überwachungskamera für den Gang installieren zu lassen. Was? Da! Hallo, Herr Direktor! Also, wie ich gerade schon sagte, der Direktor hat was von einer wohltuenden Speise. Genau, Speise. Genau. Und ich bin der Meinung, der Direktor ist wie Luft. Also nicht, dass der Direktor Luft für uns wäre. Ich finde, er ist so wichtig wie die Luft zum Atmen. Genau. Genau. Eigentlich logisch. Du hast recht. Der Direktor hat doch nie im Leben Zeit, sich alle Videobänder anzugucken. Da hätten wir gleich drauf kommen können. Wenn sich jemand die Bänder anschaut, dann höchstens der Hausmeister. Ja, dann ist es völlig egal, was wir machen. Der pennt eh die ganze Zeit. Vielleicht kriegen wir ihn ja wach. Moment, bessere Idee. Wir tun so, als ob die Kamera kaputt wäre. Oder so Zeitlupe. Super. Wir prügeln uns in Zeitlupe. Cool. Und was gibt das, wenn's fertig ist? Ihr wisst schon, dass die Direktor die Bänder höchstpersönlich auswertet. Echt? Wer denn sonst? Du meinst der Direktor? Ein würdiger älterer Herr hat da hinten sein Zimmer mit so einem großen Schreibtisch drin, der bei dem ihr jede zweite Pause antanzen müsst, weil ihr Mist gebaut habt. Ihr kennt ihn doch. An eurer Stelle würde ich ihn jetzt mal freundlich grüßen. Guten Tag, Herr Direktor. Meinst du, er versteht Japanisch? Keine Ahnung. Hey Flip, was machst du da? Zeigst du dem Direktor deine Urlaubsfotos? Quatsch, ich habe eine geniale Idee. Schau mal, das ist der leere Gang. Wow, echt gut getroffen und so ausdrucksstark. Quatsch, sag mal, du kapierst das gerade nicht, oder? Also pass auf, ich habe da letztens so einen Film gesehen. Da wollten so Typen eine Bank überfallen. Und sie haben das Foto von der leeren Bank auf die Kamera geklebt. Und die Typen von der Wachzentrale haben auf dem Monitor nur die leere Bank gesehen. Ich habe auch einen Film gesehen. Da hat sich ein Typ eine Kappe aufgezogen und dann war er unsichtbar. Soll ich vielleicht mal so eine Kappe mitbringen? Echt jetzt? Oh, Flip, du glaubst aber auch alles. Außerdem glaube ich nicht, dass deine Idee funktioniert. Ich meine, in echt ist das viel komplizierter als im Film. Das mit dem blöden Foto merkt nicht schneller, als du wegrennen kannst. Schade. Aber dein Foto hat mich auf eine Idee gebracht, wie wir dem Direktor eins auswischen können. Aber dazu brauchen wir Spy. Spy? Aber der ist doch... Vertrau mir. Ab jetzt übernehme ich das Kommando. Du kannst mich auch Boss nennen. Okay. Boss. Tu so, als ob du mich schlägst. Dann sieht es so aus, als ob es bei mich schlägt. Wie du meinst, Boss. Schubst so richtig fest. Okay, Boss. Jetzt ein Kinnhaken. Okay. Oh, sorry. Hab ich dir wehgetan? Tut mir echt leid. Quatsch, das ist doch eine Show. Ach, puh, ein Glück. Ich hab nämlich in Wirklichkeit voll die Muskeln. Sieht man nur gerade nicht. Flip, das ist das erste Mal, dass du einen echt witzigen Witz gemacht hast. Den merke ich mir. So, und jetzt das große Finale. Mach die Schweinattacke. Die was? Keine Ahnung, mach irgendwas Abgefahrenes. Okay, du hast ihn nicht ernst gewollt. Die Schweinattacke. Also, wenn das nichts gebracht hat, dann weiß ich es auch nicht. Oh, puh, endlich. Weißt du, wie heiß es von deinem Ding ist? Oh, Flip. Was denn? Oh, Mist, die Maske. Hör auf, jetzt ist eh schon zu spät. Na gut, Boss. Aber du hast doch schon noch einen Reserveplan, oder, Boss? Ich meine, du bist doch der Boss, oder? Was bringt mir das, wenn ich so jemanden als Assistenten habe?
nur lieber Freund. Der alberne Streich da letztens, das war doch nur... Also wir können das alles erklären. Hä? Das war doch nur, um dem Direktor die Zeit ein bisschen zu vertreiben, weißt schon. Nee, weiß ich nicht. Na, da, wo ich deine Maske auf hatte, das war ja nur so zum Spaß. Und da, wo ich den Nico verhauen habe, auch nur Spaß. Damit es so aussieht, als ob, weißt du? Nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, dass wir dich in die Pfanne hauen wollten oder so. Nee, nee, schon klar. Verstehe ich. Boah, das war knapp. Haben wir ein Glück? Seid gegrüßt, Freunde. Findet ihr nicht auch, dass man mit der Idee dieser Überwachungskamera wirklich die Intelligenz der Eleven beleidigt? Ich meine, es ist doch evident, dass diese Apparatur dysfunktional ist. Die Kamera ist noch nicht einmal angeschlossen. Wie jetzt? Nicht angeschlossen? Das da ist ein Fake? Exakt. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Methode zur Beeinflussung des Schülerverhaltens. Oh, ihr entschuldigt mich jetzt. Ich muss mich leider schon verabschieden, denn ich wollte noch 5 Minuten früher im Mathematikraum sitzen, um die Übung noch einmal im Kopf durchzugehen. Also, Spy wusste davon noch gar nichts. Und wir haben es ihm erzählt? Boss, wie war das mit der Kappe und dem Unsichtbarwerden? Hat man nicht irgendwie noch einen letzten Wunsch vor der Hinrichtung? Spy, du, komm doch mal her. Ja. Ihr braucht gar nicht erst rumzuschleimen. Der Direktor weiß schon Bescheid. Ach, darum geht's doch gar nicht. Also, wir haben da einen neuen Freund und den wollten wir dir unbedingt vorstellen. Der passt ganz prima zu dir. Der heißt Haken. Aber hier ist doch gar niemand. Da ist Haken. Kleiderhaken. Ah, super Idee, Boss. Ich weiß, war ja auch von mir. Ich liebe gute Ideen. Besonders, wenn sie so witzig aussehen. Philipp, Nico, in mein Büro. Jetzt. Nur, dass der Direktor einfach keinen Sinn für Humor hat. Wir tun so, als ob die Kamera kaputt. Karotte. Karotte. Hätten wir nicht drauf. Hätten wir nicht gleich drauf kommen müssen. Was tun wir jetzt? Zeitlupe. Nein, noch nicht Zeitlupe. Grüne. Fehler.